Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Hammerwatch. Wir haben das letzte Kapitel oder den letzten Akt erreicht. Die Kammern. Und ja, die sehen ziemlich königlich aus. Wir scheinen es wohl... Wow. Auf jeden Fall scheinen wir irgendwelche neuen Skelettritter angepisst zu haben. Die aber ziemlich schnell sterben. Und eine Schatzkammer. Wir scheinen es wohl jetzt in die letzte Etage der Burg geschafft zu haben, in der wir festsaßen, unten im Keller. Und ja, neue Skelette warten auf uns. Wow, und Flammen. Okay. So, Skelette töten wir mal. Oder okay, der Flammenwerfer ist bis jetzt recht harmlos. Aber wir können ihn nicht zerstören, so wie es aussieht. Oder? Nein. Er kann uns nur in Brand stecken. Okay. Wow. Und wir können wieder eingefroren werden. Wow. Okay, wir haben schon mal eine richtige Meute hinter uns. Wow. Eismagier, Hilfe. Gut. Zu wissen. Okay, gucken wir mal, dass wir uns nicht hier irgendwo verlaufen. In den Kammern. Sieht auf jeden Fall schon mal wieder richtig cool aus. Und auch die Musik passt richtig gut hier rein. Und immer schön nach Secrets Ausschau halten. Die waren ja in den anderen Gebieten nicht so einfach zu finden. Okay. Goldschlüssel hinter roten Spikes. Müssen wir uns schon mal merken. Den werden wir nämlich sicherlich brauchen. Und das ist die Brücke, die wir von der anderen Seite gesehen haben. Okay. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall schon mal einen Schalter finden, um die Spikes zu deaktivieren. Und an den Gefrierfallen hier vorbeizukommen. Wow. Okay, ganze Horde. Die aber stirbt wie nix. So. Gut, komm mit deinem Eisschuss. Au. Okay, das ist nicht so gut. Das wäre nämlich fast ein Tod gewesen. Heilen wir uns mal hoch. Sicher ist sicher. Und schnappen wir uns noch den Apfel. Wow. Ich muss erst die Eisstatue ausschalten, bevor ich irgendwas anderes ausschalte. Wenn ich nah genug an sie rankommen würde. Autsch. Okay. Das letzte Level hat es definitiv in sich. Also der letzte Akt. Die Gegner hier sind eher harmlos, aber die neuen Eisschleudern machen auf jeden Fall mehr Damage. Komm, stirb, Eismagier. Gucken wir lieber erstmal hier oben lang. Okay, das hier kennen wir ja auch zu Genüge. Okay, ein Giftmagier. Der sich wegteleportiert. Und ich bin wahrscheinlich schon wieder in dem großen Raum, oder? Nö. Aber auf jeden Fall voller Gegner. Okay, die letzte Ebene, der letzte Akt langt nochmal ordentlich zu, was Gegner und so weiter angeht. Gucken wir uns erstmal hier oben um. Oh. Silberschlüssel, Vendor-Key. Spikes deactivated, das ist immer gut. So. Dann gucken wir mal hier lang.
Hups, die wollte ich gar nicht öffnen. Genau, erstmal hier unten reingucken. So. Hier ist nämlich noch so ein Stachelding gewesen. Zwei Äpfel. Wow. Genau. Lauft in eure eigenen Fallen und sterbt. Wow. Das war nicht so gut. So. Weg. Komm, nächster Schuss. Dann wieder hin. Und weg ist das Ding. Und jetzt können wir hier in aller Ruhe die ganzen Spawner ausschalten. Genau. Wow. Stirb, du blöder Magier. Ey, ich bin voll durch dich durchgedasht. Wie kannst du da noch leben? Ist das eine Sterblichkeitsfade zufällig? Wow. Ja, auf jeden Fall. Kommt er. Sterbt. Wow, was für ein Krampf. Zwei Bronzeschlüssel, etwas Mana. Nehme ich immer gerne. Und hier brauchen wir wahrscheinlich den Goldschlüssel, den wir unten gesehen haben. Das sieht nämlich so aus, als ob es hier königlich weitergeht. So, erstmal Spawner ausschalten. Pfeile können uns fast nichts mehr, aber die da. Wow. Stirb, blöder. Du heilst dich? Au, au, au. Gar nicht mal so nett, die Jungs hier. Heilen sich und entziehen auch noch Mana. Sowas ist echt frech. Wow. Und das ist aber auch nicht gerade die feinste Art. So, gucken wir erstmal hier. Save Point. Dann machen wir die andere Tür auch noch auf, wenn die uns schon einen Weg gibt. Aber jetzt sind wir wieder da unten. So, erst einmal hier plündern. Skelette töten lassen, hier durch. So, oh, ein Schalter. Red Spike Turret deactivated. Okay. Ah, das war die da. So. Okay, das sind Mana-Entzugsfahnen. Gar nicht mal so nett. Hier sieht es nirgendwo nach Secrets aus. Hier sieht nur die Erde so komisch aus, wahrscheinlich weil da oben der Spawner war. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Aufdecken und dann bleibt nur noch der große Raum unten, der, in dem wir vorhin gestorben sind. So, weg mit den Skeletten. Ich hätte gerne mehr Mana-Regeneration, ganz ehrlich. Okay, hier ist schon mal der Flammenwerfer. Und hier müsste gleich die Eis... genau, au, Geschichte sein. So. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir Spawner ausschalten. Au. Und uns in den Rücken schießen lassen. Okay, ein gut gepanzertes Skelett. Ein Mana-Upgrade und ein dicker Edelstein. Und auf der anderen Seite sehe ich noch viel, viel mehr böse Gegner. Aber auch Gold. Viel, viel Gold. Gut. Bronzeschlüssel.
Und dort drüben ist ein Boss. Den habe ich ja, den sehe ich ja schon. Ne? So. Weg mit dem Spawner. Weg mit den Gegnern. Weg mit dem Spawner. Wow. Stirble. Hallo. So. Und ich weiß mittlerweile, was es mit den Geschenken auf sich hat. Das ist einfach nur ein Achievement. So, wegdashen. Und sterben. Okay, jetzt sind wir direkt wieder über dem Ding. Ja, wenn ich in 5 Kugeln davon reindasche, dann sterbe ich natürlich instant. Au. Wenn mich nur eine erwischt, ist das nicht so schlimm. Ich werde ja gerne die ganzen Spawner hier loswerden. Ich kann mich nämlich nicht gleichzeitig auf die Gegner hier und die Spawner konzentrieren. Oh, Red Spikes deactivated. Gut. Boostladen, der... guckt euch mal an, wie viel Geld wir schon wieder haben. Fast 10.000. Also irgendwo haben wir eine ganz schöne Menge, ja, Geld zusammengesackt. Hast du was Besonderes für uns? Nur einmal voll machen. Ja, danke. So, rote Spikes sind deaktiviert, also können wir jetzt den Schlüssel holen und dann damit das Goldtor oben öffnen. Ist ja noch relativ linear dann. Abgesehen davon, dass die Ebene hier ziemlich groß ist. So, einfach mal ein bisschen vorwärts dashen. Das geht schneller. So. Das Ding können wir nicht aufsammeln. Wir haben ja volles Leben. Wir wollen lieber hier oben durch. Wow. Schon wieder eine neue Art von Skelett. Wow, und sehr viele Spawner. So, stirb du. Und stirb dein Banner. Und das Banner auch weg, dass uns Mana entzieht. So. Spawner alle weg. Gegner auch weg. Ja, die Bogenschützen können uns fast nichts mehr anhaben, weil wir ein 240-Grad-Schild haben. Das ist schon übertrieben gemein. Ja, und gegen die Wand schießen ist auch nicht klug. So. Dort drüben ist ein Safe Point. Den nutzen wir doch gleich mal. Für den Fall, dass wir wieder gleich an irgendeinem Eis... eine Eiskanone sterben. Und dann sacken wir Gold ein. Ja, hier oben liegen verdammt viele Goldmünzen. Und ich meine richtige Goldmünzen diesmal herum. So, das hier ist nicht kaputt zu machen. Das hier sieht auch normal aus. So. Dann geht es jetzt wohl hier runter weiter. So, die drei ausschalten. Und dann gleich die Beute ausschalten, die uns hier entgegenkommt. Noch mehr Spawner. Wow. Wow. Ja, richtig viel Geschnetzel, hä? So. Ja, und es gibt sogar ein Achievement, man soll eine 200er-Kombos schaffen. Ich glaube, das geht am besten entweder hier oder auf den Bonus-Leveln, indem man dort alle Skelette zusammenzieht. So, weg mit dem Magier. Ich sagte, weg mit dem Magier. Weg mit dem Mana-Entzugs-Banner. So. Hier oben waren wir schon. Hier unten ist eine Kanone.
Und da drüben ist ein Teleporter. Ich nehme mal an, wir kommen über den roten Schalter zu ihm. So, aber jetzt erstmal die armen Schlucker hier von ihrem Elend erlösen. Die Bogenschützen könnten fast schon Selbstmord begehen, so nutzlos wie sie geworden sind. Wow. Die Banner sind nervig, die Magier bei ihrem Tod hinterlassen. Genau die Magier hier. Hm. Von Level 10 nach Fragezeichen. Okay, das klingt auch schon mal komisch. Komm, stirb. So, noch mehr Geld. Können wir auf jeden Fall schon mal unseren Mana-Pool und unsere ganzen Waffen und Rüstungen erhöhen. Ja, ist ja kein bisschen übertrieben. So, weg mit dem Boss. Oh, hier ist der Boss. Ansonsten geht's dir noch gut, oder? Au. Okay, der Boss ist böse. Der Boss ist definitiv böse. Aber ist kein Problem, böse können wir auch sein. Nur nicht so. Okay. Das war nicht so schön. Zwei Tote an diesem Boss. Okay, die Bosse hier haben es auch definitiv in sich. Hm. Wow. Okay, er hat einen toten Winkel. Oh, lass ihn feuern. Oh. So, stirb einfach. Und ihr stirbt auch. So. Falscher Zauber. Beziehungsweise falsche Fähigkeit. Ich wollte heilen. Dass ich wenigstens das Ausrufezeichen über dem Kopf los werde. So. Gut. Jetzt geht's hier lang weiter. Sag bloß, die haben auch ein Schild, gegen das ich dagegen hauen kann. So. Spawner hier mal beseitigen. Und den Magier. Okay. Stirb. Gut. Silbertür und ein Teleporter. Vendormünze. So, hier erstmal aufräumen. Und weg mit euch. Ich sagte weg mit euch. Bevor ich in den Teleporter steige, gucke ich mich erst noch hier ein bisschen um. Was hier so ist. Ein Durchgang.